So, Freunde, zu meiner großen Schande muss ich jetzt gestehen, dass ich mir doch den 452K geholt habe, unter Einsatz von enorm vielen Ressourcen, vor allen Dingen auch sehr viel Gold. Jetzt habe ich fast kein Gold mehr. Und ja, also ich habe mir überlegt, die Leute, die mir über Weihnachten so viel Kisten und Gold geschenkt haben, wollen ja auch, dass ich Content produziere, so beziehungsweise für euch alle ein bisschen Panzer teste und so weiter. Weil ich ja YouTube mache und Twitch streame und so weiter. Also habe ich mir gedacht, komm, holst du dir den. Ja, eventuell hätte ich gestern den 3D-Stil davon mitholen sollen. Ich weiß es nicht. Ich habe halt lange überlegt. So, jetzt habe ich hier einen 2D-Stil draufgepackt. Ja. Und jetzt ist es halt so. Also, das Ding machen wir hier drauf. Als 2D-Stil. Da ist er nun. Jetzt habe ich aber überhaupt kein Geld, um irgendwie Module zu kaufen. Jetzt muss ich gucken, was ich für Module da rumliegen habe, die ich benutzen kann. Ja. Überlebensfähigkeit, denke ich mal, kann rein. Beweglichkeit, denke ich, kann auch rein. Und ja, ich würde mal sagen, was hauen wir da jetzt noch rein? Ja, Ansetzer kann ruhig rein. So, das hätten wir dann auch mal geklärt. Problematik ist, ja, für Crew habe ich noch genug Leute in der Kaserne. Jetzt wird das schon schwierig hier mit mit der Munition, ne? Sechs Schuss. Fünf Schuss. So. Hätten wir das auch geklärt. Hätten wir das geklärt. Große Ersatzteilkiste statt kleiner. Das Ding hätten wir auch. So, für die Crew. Das ist ein russischer Panzer, ne? Objekt, ja, alles klar. 1, 2, 3, 4. So. Gehen wir mal in die Kaserne. Haben wir da jede Menge Dinger rumfliegen? So, UdSSR, schwerer Panzer. Hä? 279? Ich habe doch gar keinen 279 in der Garage, oder? Vertue ich mich da? Wieso kann ich denn jetzt? Hä? Okay. 452K. Kommandant. So. Richtschützen.
Aha. Ist auch schon wieder ein bisschen kompliziert gestaltet hier schon wieder, ne? Gute SSR, schwerer Panzer. Richtschütze. So. Fahrer, okay. Ach Gott, ey, dieses hin und her, hin und her. So, Fahrer, was nehmen wir denn? UdSSR. Schwerer Panzer. Und Fahrer. So. So, was fehlt dir denn noch? Ladeschütze. So, Kaserne. So, was nehmen wir denn? Als Ladeschützen nehmen wir den Kollegen hier. Der SSR. Schwerer Panzer. K Ladeschütze. So. Hätten wir auch eine vollständige Crew für das Ding. Und was für eine Crew, Alter. Das erste Mal, dass ich einen 10er Panzer so krass ausrüste, Alter, wirklich. So, jetzt müssen wir noch diese Dinger vergeben. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Ja, sag doch mal ganz schnell. Sag doch mal geschwind. Tausendsasser? Komm. 1000 Sasser. So. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Scharfschütze. Angesetztes Ziel. So. So. Fahren wie auf Schienen. Meister am Bremshebel.
Ordnungsfanatiker. Meister am Bremshebel, Geländespezialist. Ah, ich experimentiere auch schon mal ein bisschen. So. So. Sichere Lagerung. Vorahnung. So. Ja, Freunde. So sieht es aus. Jetzt haben wir das Ding komplett einmal ausgerüstet. Eine Runde fahren wir mit dem Ding, oder? So, eine erste Runde fahren wir mit dem Ding. Credits haben wir noch ein bisschen übrig, ist ausgerüstet. Okay. So, komm. Eine Runde für euch. Ich habe so viel Ressourcen rausgehauen. Ohne Scheiß, wenn es nur wegen mir wäre, ich hätte das Ding nicht geholt wahrscheinlich. Aber ich dachte, komm, ey, als YouTuber und Streamer musst du deinem Publikum was bieten. Also, danke nochmal an die Leute, die mir diese ganzen Goldreserven und so zur Verfügung gestellt haben mit den Weihnachtskisten. Ja, der 3D-Stil hätte, eventuell hätte ich mir das anders überlegt gestern, dann hätte ich den 3D-Stil. Leider habe ich das jetzt vermasselt damit. So, schauen wir mal, ne? Wunderbar, unser Scout ist AFK. Ja, linke Seite ist nicht besetzt. Natürlich direkt eine offene Map mit mehreren Artis, ne? Ist klar. Ja, erinnert mich so ein bisschen an den 780er, ne? Den ich in der Garage stehen habe.580, so bisschen wenig, ne? Ja, ich gehe mal Basecampen, weil die Gegner fahren da jetzt gleich durch. Auf der linken Seite. Direkt mal gar kein Glück mit dem Ding, ne? Offene Karte plus zwei Artis. Aber besser, wenn wir uns zurückziehen, weil da links ist ja irgendwie gar keiner. Hier wird durchgepusht vom Gegner.
Ja, der schmeißt sich weg. Okay, wo ist mein Schuss hingeflogen, bitte? Was ist los? Warum hilft dir keiner? Was ist los mit der Menschheit? Wieso kümmert sich keiner um Wastef? Ja. Wunderbar, die lassen den Scout hier einfach durchmarschieren, ne? Weil keiner zurückfährt zum Helfen. Keiner fährt zurück zum Helfen, ne? Keiner fährt zurück zum Helfen, Alter. Keiner. Alle sind drüben. Ja. Keine Chance. Keiner fährt zurück. Absolut keiner kümmert sich, Alter. Keiner. Absolut keiner. Und unsere Artis sind auch zu blöd, ihre Position zu verändern. Oder auch mal eingeaimt zu sein, ne? Keiner kümmert sich um Base Dev. Ich muss jetzt mit dem Heavy so einen 10er Scout durch die Gegend jagen, ne? Ja. Ja, guten Morgen T100 Light. Danke, dass du die ganze Zeit AFK warst. Vollkommen sinnfrei, schon wieder, ne? Dieses Gameplay ist schon wieder so sinnfrei. Unser T100 Light hat sich einfach die ganze Zeit nicht gekümmert. Hat mich die Hälfte meiner HP gekostet und eine Arti, ja? Weil unser T100 Light hatte keine Lust, hier rüber zu fahren und zu helfen, ne? Ja, schade Schokolade, Alter. Ja, und er fährt einfach mit dem turmlosen TD raus und lässt sich da wegschießen. Ein geiler Typ. T100 Light hat immer noch keine Lust. Unser T100 Lat hat immer noch keine Lust. Ey, der Typ hat halt keinen Bock, sich zu bewegen, ne? Der sitzt nur gerne in der Ecke rum. Jo, und der sitzt immer noch. Nicht mal die Artis rausnehmen kann der, ne? Mithelfen kann er nicht, Artis rausnehmen kann er auch nicht, Alter. GG, Bro. Geiler Typ.
Ey, dieser T100 Lite hat uns einfach den Sieg gekostet, dieser Camper, ne? Hätte der mir mal einfach ein bisschen vorher geholfen, hätten wir hier die linke Seite easy aufräumen können. Aber der Typ ist einfach maximal AFK mit seinem T100 Lite. Muss ich mit meinem Heavy so einen gegnerischen T100 Lite jagen, weil unserer lieber da rechts in der Schlachtergasse rumsitzt und schläft? Herzlichsten Glückwunsch. Herzlichsten Glückwunsch. Ja, Platz 1 mit Damage. 3500 Schaden habe ich gemacht. Blind Shots habe ich auch getroffen, so wie es aussieht. Was habe ich so an Mitspielern in meinem Team? Ein 10er Heavy, der nur einen Schuss penetriert hat. Noch ein 10er Heavy, der nur einen Schuss penetriert hat. Ein dritter 10er Heavy, der nur einen Schuss penetriert hat. Ein Manticore, der maximal versagt hat. Ein EBR, der maximal versagt hat, und unser campender T100 Lite, der gar keinen Bock hatte und erst, wenn es zu spät war, losgefahren ist, ne? Ja, Top-Damage da oben und trotzdem das Spiel verloren. 3520 Schaden, trotzdem das Spiel verloren. Ja, so viel mal dazu, Freunde. Das war eine Runde. Ich werde die Tage natürlich ein bisschen mehr spielen, wie gesagt. Ich habe das Ding jetzt geholt, um euch so einen Eindruck davon zu verschaffen. Also, der Panzer an sich ist okay, ja. Was ich bis jetzt sagen kann, aber Mitspieler wieder Versager, ne? Hat man ja jetzt gerade gesehen. Okay, wir sehen uns dann morgen wieder. Da werde ich 3 Runden hintereinander mit dem Ding spielen und auf YouTube hochladen. Wir sehen uns bis dann. Abonniert den Kanal, liked das Video. Wir sehen uns. Bis dann, ciao.